Ja, herzlich willkommen zu dem ganz schnellen Tutorial für Anstoß, wie man Originalnamen macht. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Und zwar habe ich jetzt schon die Datenbank auf mich, zeige euch aber auch, wo die ist. Ihr findet die normalerweise, ihr seht es hier in eurem Steam Library Pfad, in Goal, the Club Manager, Goal Data Streaming Assets Data Basic DB. Sprich, normalerweise, wenn ihr öffnet, ist das eben in diesem Pfad, wo euer Goal, the Club Manager ist. Und dort dann eben Goal Data, Streaming Assets, Data und dort dann eben die Basic, die ihr öffnen müsst, die hier in Streaming Assets Data. Und das sieht erstmal super kompliziert aus, das weiß ich. Wir schließen das hier mal. Das sieht krass merkwürdig aus. Aber macht euch da keinen Kopf. Ich zeige euch, wie ihr das ganz einfach machen könnt. Browse Data. Und dann geht ihr auf zum Beispiel Clubs, also nicht zum Beispiel, sondern ihr geht auf Clubs, weil ihr braucht erstmal, müsst ihr rausfinden, was ist der Club. Ihr habt hier ganz viele Clubs, das ist extrem viel, ich weiß. Es gibt aber eine Suchfunktion. Und wir nehmen zum Beispiel mal einfach Frankfurt. Und dann findet hier Eintracht Frankfurt. Das Ding ist, bevor ich es vergesse, das habe ich vergessen zu sagen, das basiert jetzt auf der FM-Zocker 0.2 Datenbank. Das heißt, ich habe den FM-Zocker-Patch installiert. Dadurch habe ich dann die Originalnamen für die Vereine schon. Das macht es mir dann einfacher beim Suchen. Und dann nehme ich hier diese ID, kopiere die ID quasi und gehe dann auf, ihr habt hier diesen Punkt Kickers. Seht ihr hier Kickers? Und da sind alle Spieler in der Datenbank. Und was ihr dann macht, ist, ihr geht auf Current Club ID, kopiert dort die ID rein und dann habt ihr hier, wie ihr seht, 2395. Das ist die ID von Frankfurt. Und dann habt ihr hier alle Frankfurt-Spiele. Ich habe hier schon mal, als Beispiel hatte ich Kevin Trapp schon mal hier umbenannt. Dass ihr seht, das funktioniert hier dann. Und dann habt ihr hier zum Beispiel jetzt den Daiki Kawahata. Na, ihr könnt dann hier ein paar Daten sehen, das Alter, die Position, die sind hier mit Nummern gemacht. Ändert da nichts dran am besten. Das ist ja von FM Zocker schon vorbereitet, da habt ihr die Stärke. Kleiner Tipp, wenn ihr FIFA-Stärken nehmen wollt, macht eine plus 4 oder plus 5, damit das mit der Umrechnung für Anstoß klappt. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kamada eine 80 hätte jetzt bei FIFA, dann solltet ihr ihm hier, sagen wir mal, eine 83 geben, zum Beispiel. So, und dann habt ihr hier die Native Country. Dann nichts verändern, bitte. Allgemein ändert hier auch nichts Transfer, Training, Moral, Stamina, wenn ihr euch da nicht groß auskennt. Ihr wollt ja nur die Originalnamen haben. Was ihr euch aber angucken könnt, ist die Squad Number. Denn die gibt euch einen Hinweis, wenn ihr dann auf transfermarkt.de geht oder so, um die Daten von letzter Saison, das ist ja der FM-Zocker-Patch, basiert ja auf letzter Saison, zu haben. Da findet ihr dann die Nummer 15 und das ist natürlich bei Eintracht Frankfurt ist das und da habt ihr auch den Hinweis mit Daiki Kawahata. Das ist Daichi Kamada. So, jetzt habe ich den umbenannt. Ne? Genauso könnte ich jetzt hier die 17, das ist Sönke Rückert, das ist der Sebastian Rode. Ich könnte das jetzt, ist das quasi geändert in der Datenbank, damit das aber aktiv im Spiel wird. Nicht auf Save Project, sondern auf Write Changes gehen. Damit wird die Datenbank überschrieben und dann habt ihr die Namen im Spiel. Ganz wichtig, bevor ihr das alles macht, macht euch bitte einfach eine Kopie irgendwo in den Ordner rein von dieser Basic DB, denn man kann die sich ganz einfach zerschießen und dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Also seid da sehr vorsichtig mit dem Ganzen. Ich zeige euch auch, wie man Transfers macht. Das ist ein bisschen komplizierter. Als jetzt das. Ja. Wir wissen, Frankfurt hat die 2395. Ne? Wir gehen jetzt auf Clubs quasi. Dann gehen wir zu, ich hatte den schon mal transferiert, aber wir machen das jetzt mal umgedreht, zu Juventus Turin. Das ist die 3375. Ja, also Copy. 3375. Kickers. Und dann gebt ihr wieder hier in die Current Club ID, gebt ihr in den Filter eben die 3375 ein. Da seht ihr hier Philipp Kostic, den hatte ich schon mal dahin transferiert. Und dann machen wir die, Frankfurt hatte die. Ich gucke es nochmal nach. Das ist ganz wichtig. Macht das ganz ruhig. Schaut alles nochmal in Ruhe nach. Ich gehe nochmal auf Clubs, gebe nochmal Frankfurt ein. Das ist die 2395. Ich kopiere mir das nochmal.
Und dann gehe ich wieder auf Kickers. Und das Schöne ist, mit diesem Tool, ich nutze das DB-Browser für SQLite, das kann ich euch sehr empfehlen, ist kostenlos, ist das hier alles noch vorausgewählt. Das heißt, ich bin noch bei Juventus Turin, habe hier den Philipp Kostic und dann ändere ich jetzt seine Club-ID. Der ist ja momentan für 3375, also für Juventus registriert. Jetzt ändere ich das zu Frankfurt, zur 2395. Jetzt löschen wir mal den Filter. Und jetzt gehen wir mal auf Frankfurt, auf die 2395. Und dann seht ihr, Philipp Kostic ist jetzt wieder in Frankfurt. Und so könnt ihr Spieler transferieren. Das kostet ein bisschen mehr Zeit. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr sagt, hey, ich bin mit den Daten der letzten Saison zufrieden, ich will einfach die Originalnamen haben. Dann nehmt euch einen Nachmittag Zeit, zwei, drei Nachmittage und macht das. Ihr könnt zum Beispiel auch, jetzt gehen wir mal zu einem anderen Club, gehen wir mal ins Ausland und gehen mal zu Manchester. Und gehen zu Manchester City, das ist die 1172. Copy. Und wieder auf Kickers. Stellen wieder in der Current Club ID im Filter das ein, die 1172. Und dann seht ihr schon, da habt ihr die verschiedensten Namen. Und da ist eben die Nummer 17, Kylian Dakhil. Oder auch, wie er im richtigen Leben heißt, Kevin De Bruyne. Und schon, wie gesagt, ihr müsst immer Right Changes machen. Würdet ihr jetzt Anstoß starten, hättet ihr automatisch Kevin De Bruyne im Spiel bei Manchester City. Dann würde der Spieler jetzt so heißen. So könnt ihr euch eben ganz schnell die Originalnamen machen. Das ist ein ganz kurzes Tutorial, einfach um es zu zeigen. Wie gesagt, macht euch ein Backup, geht auf Nummer sicher. Ihr könnt euch das Ding ganz, ganz schnell zerschießen. Das wollt ihr nicht. Nehmt euch die Zeit mit transfermarkt.de, schaut die Squad-Nummer nach, ja, schaut, wer ist die Nummer 10 zum Beispiel, ja, wer könnten diese Spieler sein, damit ihr da keinen Fehler macht, was das Ganze angeht. Und so könnt ihr euch eben die Originaldaten erstellen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen und ja, wünsche euch viel Spaß beim Editieren.